Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Terraria. Diese Folge ist schon ein bisschen besonderer. Vielleicht wisst ihr auch warum oder wieso. Und nein, es ist nicht, weil uns nur noch zwei Bosse in Terraria fehlen oder weil wir letzte Folge was Bestimmtes bekommen haben, was wir noch öffnen müssen. Nein, es ist, weil es die 100. Folge von mir Terraria ist. Und ich kann euch ja mal hier einblenden, eine bestimmte Zeit, ich weiß nicht wie viel ist, aber wir müssten schon ca. 45 Stunden erreicht haben, Spielzeit auf dieser Map mit diesem Charakter. Beziehungsweise nicht auf dieser Map, sondern mit dem Charakter, wir haben ja zwei Maps. Und von diesen 45 Stunden, wenn ihr wirklich jede Folge bis hierhin geschaut habt, ihr habt davon vielleicht zwei Stunden weniger gesehen, sonst habt ihr alles selber mitgesehen, mit Timelapse halt natürlich auch, ne, aber mitgesehen. Zwei Stunden ziehe ich jetzt ungefähr ab, weil ich starte ja in Terraria rein, bleibt dann vielleicht eine Minute drin und startet dann das Video, weil ich noch was davor mache oder so bei mir. Und wegen den Cuts und so, ich habe ja manche Parts auch rausgecuttet oder so, das ist auch nicht mehr als zwei Stunden Aufnahme. Und die Timelapse haben es natürlich vereinfacht, ne? Aber wenn ihr wirklich jedes Video bis hierhin geschaut habt, habt ihr mindestens 40 Stunden Gameplay von mir selbst gesehen. Und das ist natürlich was ganz, was mich sehr glücklich macht. Noch dazu kann ich auch sagen, danke für die 100 Abos. Ich weiß, es kommt etwas spät jetzt im Nachhinein, weil wir haben schon 104, 5 oder so. Keine Ahnung genau, weiß ich gerade nicht. Aber ich bin trotzdem sehr dankbar dafür. Wieso ich das erst so spät mache, ist erst, weil das hier ein besonderes Video für mich ist. Ich habe ja auch ein Special schon rausgebracht, wo ich die 100 hatte, ne? Könnt ihr euch auch anschauen. Und das ist für mich einfach, ja, eine Bereicherung, eine nice für euch, das hier machen zu können. Auch wenn ich weiß, dass nicht viele von euch das schauen oder vielleicht auch gar keiner, das ist mir egal. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr es schaut, dann seht ihr das hier und dann bin ich euch sehr dankbar dafür, dass ihr das macht. Ich an sich bekomme dafür auch kein Geld oder so, ne? So einen Scheiß bekomme ich. Aber es macht mich einfach froh, dass Leute das sehen und dass ich Leute unterhalten kann damit. Gut, genug gelabert und gemacht. In dieser Folge, weil es die Folge 100 ist, will ich nicht viel Besonderes machen. Mit euch ein bisschen chillen, mal nicht so viel für Boss machen. Das Einzige, was ich machen will, ist heute in der Wüste schon mal eine Arena bauen für den nächsten Boss. Werde ich noch mehr dazu irgendwann sagen, in der nächsten Folge oder so. Ich will sonst nicht mehr wirklich was machen. Was ich noch machen will, ist auch, wir haben ja vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, wahrscheinlich vor so 10 Folgen oder so, aber Regenbogenziegel bekommen. Ich will damit was machen, nichts Großartiges. Und ich nehme mal Stein raus. Stein. Ich will was Schönes bauen, was so als Merkmal da auch bleiben wird, wahrscheinlich. Ich brauche auch Eisen dafür, glaube ich mal. Ich nehme jetzt mal 11, ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier war oder am Amboss. Aber wir brauchen einen neuen Crafting-Table. Genau, und die schwere Werkbank brauchen wir. Zack. Dann haben wir die auch. Die haben wir nämlich noch nicht. Die ist auch relativ nutzlos. Wir für unseren Fall brauchen sie aber. Die schwere Werkbank. So, oder bei ihr können wir auch Steinskulpturen bauen. Von jedem Buchstabe oder jeder Zahl. Leider nicht jedem Symbol, aber ist okay. Und wir wollen uns jetzt dann was ganz Bestimmtes daraus bauen. Wo wir das machen, bin ich mir gerade unsicher. Wo sieht man das denn sehr oft? Ich würde sagen, hier links, weil hier laufen wir ja sehr oft vorbei. Dann baue ich hier was ganz Bestimmtes. Die Ziegel sehen übrigens schon nice aus, muss man sagen, irgendwie auch, ne? Aber ja. Gut, was soll ich sagen? Ist halt an sich ganz nice gewesen, diese Videos mit euch zusammen zu machen. Und vielleicht können sich die meisten von euch schon denken, was ich hier mache. Und zwar soll das dastehen, für wir besitzen 100 Folgen. Und ja, unten kann ich euch nochmal die Zeit anblenden. Also die Zeit, die ihr unten übrigens gerade seht, ne, das ist die Zeit, die wir gespielt haben, insgesamt vor dieser Aufnahme. Das heißt Ende Folge 99. Und das ist natürlich was ganz Krasses, finde ich. Hier können wir nochmal haben, Folge 100. Nichts Besonderes an sich, aber es ist halt nice to have so. Hier fürs Thumbnail auch wahrscheinlich nehme ich dann. Ach komm, man soll mich schon sehen. Warte, wie kann ich das machen, dass man mich sieht? Aber die Rüstung halt vollständig bleibt. Ja, ich muss kurz abnehmen. Ja, ich muss damit rennen. Ich muss reinrennen. Dann nehme ich halt dieses Bild hier so fürs Thumbnail. Kriege ich schon irgendwie hin. Auf jeden Fall Folge 100 erreicht. In der Folge, wie gesagt, etwas chilliger unterwegs. Nicht viel, wir craften uns jetzt ein bisschen Asphalt und bauen ein bisschen in der Wüstenarena schon mal und bauen bei uns wahrscheinlich auch nochmal Asphalt und so und bauen bei uns generell auch ein bisschen mehr hin halt, ne? Weil wir kümmern uns in letzter Zeit sehr viel um Boss, um Erz und nicht mehr um unser Grundstück so selbst halt, ne? Es geht halt viel um das andere drumherum mittlerweile und gar nicht mehr bei uns zu Hause richtig. Also wann haben wir das letzte Mal zum Beispiel das
Haus renoviert. Oder diesen Grabstein hier. Patrick Fritz bittet bitte um den Tod. Wurde erhöht. Was? Erhört von Geschenk. Sonntag. Oh gut, weißt du, sowas halt. Das kann hier weg. Das brauchen wir nicht mehr. Wann haben wir denn zuletzt unser Haus richtig gemacht? Nicht so ein Banner aufgehängt oder so wirklich richtig. Das war bei den Blumen oder so. Und deswegen. Und ich würde auch gerne. Ah, Ende. Ich hab mich Idiot. Mir fällt gerade auch auf. Ich habe vor kurzem im Schneebion. Ah, ich merk's. Okay. Im Schneebion habe ich die Steampunkerin weggeschickt. Ist mir aufgefallen. Die Steampunkerin soll bitte wieder kommen. Dafür schicke ich dann den hier wieder weg. Wieso ist das keine zulässige Behausung? Wait, what? Warum ist das keine zulässige Behausung? Dann zieh halt da oben ein. Aber warum ist das hier... Kann man das einer sagen? Ich weiß es nicht, ist auch egal. Wir gehen hin und sagen zur Steampunkerin, die kann ihre Position wieder einnehmen im Schneebiom. Denn ich will mir noch grünes Dings holen, damit wir das, die Wüste wieder mal normal machen können. Damit wir unsere Pylone wieder benutzen dürfen und können. Und ja genau, dann sage ich hier jetzt schon mal, die soll einziehen. Das machen wir dann später auch nochmal in der Folge. In dieser Folge geht es generell halt mehr um Bauen, wie gesagt. Da will ich hier wenig Kampf und so machen oder Farming. Mehr so Bauen, weil davon haben wir wenig. Und Folge 100 können wir ja was Besonderes machen wieder, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Und ja, wir gehen jetzt zur Wüste halt, wie gesagt, und bauen dort schon mal eine Arena auf für den nächsten Boss. Das ist so das einzigste Boss-mäßige, was wir jetzt machen. Nachdem wir das dann gemacht haben, würde ich vorschlagen, gucken wir bei uns zu Hause, dass wir dort auch ein bisschen Asphalt bauen, damit wir dort auch schneller sind. Vielleicht ein bisschen die Baumfarben verbessern und generell ein bisschen bei uns was machen, dekomäßig vielleicht auch. Danach können wir ja auch bei den anderen Grundstücken, beim Ozean und so, vielleicht noch auch ein bisschen was verschönern oder so. Weißt du? Dass wir nicht hier die ganze Zeit... Guck mal, das sieht aus wie Kacke. Guckt euch das an. Guck mal, guckt euch das an. Wann haben wir das? Das sieht scheiße aus. Das sieht wirklich, ich muss es so sagen, das sieht kacke aus. Wir haben hier wenigstens alle Effekte, die mir gerade auch einfallen würden. Momienmaske, danke dafür. Ja, ich habe auch das Gefühl, die Musik ist irgendwie lauter als ich. Ich mache kurz einen Cut und mache die Musik runter. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Okay, ich bin wieder da. Ich habe die Musik jetzt deutlich leiser gemacht. Ich glaube jetzt nicht, dass wir so unbedingt Musik brauchen. Diesen Part sowieso. Deswegen mache ich das jetzt so. Und... ja, generell, ich würde jetzt auf der Höhe auch die Arena bauen, einfach weil ich das Bett dann nicht abbauen muss und so. Die muss auch Tatsache nicht wirklich groß sein, ne, an sich. Und wir übernehmen sie wahrscheinlich auch größtenteils so, wie sie da ist auch schon. Weil es keinen Grund gibt, sie halt nicht so zu übernehmen, ne. Und, ja, hier unten können sie halt nicht mehr einziehen, genau wegen Purpur. Ja, wobei, das können wir gar nicht normal machen, gell, in der Wüste. Das ist halt nie möglich, weil... das so schnell sich da ausbreitet. Naja. Mal gucken, wie wir das auf jeden Fall noch regeln. Also irgendwie vielleicht irgendwann. Lore will ich auch nicht abbauen. Die Lore ist eigentlich nice. Dass wir die mal gemacht haben. Und dann würde ich euch einfach jetzt eine Timelapse machen. Wie ich hier das ganze Ding hier umbaue, ein bisschen verbessere und alles. Für euch macht ja auch keinen Sinn, das Ganze hier zu sehen, wie ich das mache. Aber es wäre halt schon nice, eine neue Arena hier zu haben. Also wir brauchen die Arena eh, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich es umsonst baue, falls wir irgendwann was machen. Ne, wir benutzen die garantiert noch, aber vielleicht würde ich in der Timings, weil es könnte langweilig sein. Ihr habt genug oft genug gesehen, glaube ich, wie ich eine Arena gebaut habe. Deswegen, ja, würde ich annehmen, für euch dann eine Timings, wie ich halt das hier baue für euch. Und dann würde ich sagen, wir können damit beginnen und ja, let's go.
okay, ich bin größtenteils schon mit der Struktur von der Arena, sage ich jetzt mal, fertig. Mir ist auch aufgefallen, übrigens, ich habe vergessen, den Beutel zu öffnen, das machen wir jetzt direkt gleich. Und ja, ich bin aus Versehen zurück TP, falls jemand sich das fragt. Und für die Information, ja, die Kultisten haben was mit dem nächsten Boss zu tun. Sage ich euch dann alles in der nächsten Folge, weil wir dort wahrscheinlich auch einmal versuchen werden. Also ich habe jetzt so 2 Etagen gebaut, unten natürlich mit Asphalt, das ist das Beste, oben hier mit Holz und hier auch, habe ich gelassen, habe ich nur ein bisschen kleiner gemacht, weil bei ihm geht es mehr in die Höhe als in die Breite. Und Sonnenblumen müssen wir von hier noch am besten eigentlich verschieben, machen wir dann auch gleich. Erstmal gehen wir nach Hause, legen alles ab und öffnen den Beutel. Nehme ich mal an. Darauf wartet bestimmt, ist so ein Typ da, in den Kommentaren gerade, der sich so denkt, ey yo Bro, wann öffnest du diesen verdammten Beutel? Ich warte drauf. Und ja, das könntest du sein, ich weiß, aber weiß ich nicht, wer das von euch jetzt da ist. Haben wir eine Kiste für Technik gemacht? Nope. Ja, in meinen Maps habe ich oft eine Kiste für Technik, habe ich hier wohl nicht. Hier nehme ich die Kabel mal mit, ne? Ich habe hier nicht so viel. Gut. Ja, Sand kann auch weg. Den Bogen, den benutzen wir bestimmt noch, aber noch nicht bei dem Boss, noch später sogar. So, als allererstes öffnen wir den Beutel, würde ich sagen, und dann ja. Okay, wir kommen mal zu dem Item zuerst. Sternlicht. Hat einen Minus-Rückschuss bekommen, aber macht 91 Damage. Und ist eine sehr schnelle Waffe an sich. Ist auch wirklich gar nicht bad, so, ne? Ist wirklich ganz cool eigentlich, sie zu haben. Macht wirklich schnell Schaden. Ist gute Nahkampfwaffe an sich. Ich glaube, ich bleibe beim Terra Blade, aber aus dem Grund, weil es halt schießt. Aber sonst wird das hier wirklich ganz gut an sich. Wenn man das Terra Blade nicht hat, würde ich das sogar nehmen. Oder man gradet das ab. Ne? Das Terra Blade hat ja auch immer noch 15% Schaden. Ne? Was, ja, also es würde halt trotzdem mehr Schaden machen. Klar, es würde so 130 machen. Aber hey, 130 und es ist 90 ohne. Ja, also ich denke mal, dafür, dass es von einem Boss kommt, eine ganz gute Waffe. Und wir haben ja auch keine Rüstung, die das boostet auch, ne, oder so. Also man kriegt vielleicht damit auch 150 Damage hin, wenn man es will. Aber ist halt nichts, was wir benutzen gerade, aber ist es eine coole Waffe und sieht auf jeden Fall nice aus. Ist auf jeden Fall schön, dass wir es gesehen haben. Es geht uns mehr um das andere Item, aber sowieso, und zwar auf hier, aufgestiegenen Insigni. Und zwar gewährt unendlichen Flug mit Flügeln und Raketenstiefeln. Erhöht Flug- und Sprungmobilität. Genau, das heißt, wir können unendlich lang fliegen, wenn wir das haben. Bedeutet, wir können, wenn wir wollen, bis zu den Wolken fliegen. Das ist bei diesem Item kein Problem. Quasi unendliche Flügel. Die einzigste und blöde Bedingung ist, man muss Flügel anhaben. Ich kann jetzt nicht meine Flügel ausziehen und sagen, das sind Flügel, weil das sind halt keine Flügel. Und das macht es halt kaputt, weil du müsstest halt ein ganzes Upgrade nehmen, nur um unendlich lang zu fliegen. Und das ist halt doof. Weil was, guck mal, weil wir während einem Kampf gar nicht benutzen und so generell auch nicht. Es ist an sich ein cooles Item, aber es ist halt nichts, was wir jemals benutzen werden. Würdest du damit zwar auch fliegen können, ey, das wäre das beste Item im Spiel für mich. Aber ist es halt nicht. Hier ist übrigens eine Heizer-Halskette, was wir benutzen mit Honig, habe ich gemerkt auch, dass wir es haben. So, irgendwas muss weg. Speedschuhe können eigentlich weg. Ja, haben wir 2. Dann kommt das weg. Das ist mir ein bisschen wertvoller noch. Aber naja. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Gut, dann würde ich Herzlaternen bauen. Ich würde sagen, 3 reichen wieder. Ich meine, im Notfall. Hier folgendes. Was soll ich sagen? Genau, im Notfall haben wir dort sogar noch 1 oder 2 Stück. Das heißt, selbst wenn die nicht reichen, haben wir noch ein paar und die müssten reichen, die wo dort sind. Wenn die von dort nicht reichen, dann bin ich sauer. Ganz einfach. Und ansonsten würde ich sagen, werde ich jetzt einfach mal jetzt auch nach rechts gehen und einfach mal die Laternen aufbauen. Lagerfeuer können wir zum dort craften. Und ja, es kann ein bisschen lauter werden, aber ich hoffe mal nicht. Auch immer noch nicht genug Bewohner. Was ist das für ein Scheiß? Dann lassen wir mit der Lore hingehen. Ich würde es dann mit euch zusammen platzieren. Ah, nee, lass uns Sonnenblumen. Sonnenblumen brauchen wir noch. Wenn wir Sonnenblumen haben, dann können wir an sich jeden Effekt machen. Ich überlege gerade, ob wir die Dinger nochmal einzeln kaufen sollten. Für den
den Ort da drüben halt. Das ist mein Hund übrigens. Der ist gerade ein bisschen aufgeregt. Ach, bei mir ist gerade ein bisschen laut. Egal, ich denke mal. Stört nicht. Und wen das stört, der kann sich verpissen. Naja, nee, aber genau. Sonnenblume wäre natürlich alles. Nehmen noch ein bisschen Dirt mit, wie immer. Blöcke. Nee, nicht Bogen. Ich bin gerade auch ein bisschen Verwirrung. Genau, dann gehen wir hier. Das sind eh nicht genug Bewohner. So, dann gehen wir jetzt zusammen rüber einfach, platzieren das zusammen. Dann hätten wir das abgehakt. Das war so eine Sache, die ich auf jeden Fall machen wollte in der Folge. Dann würde ich bei mir noch ein bisschen was verbessern und dann war es das. Ich will auch nicht viel mehr machen. Größtenteils ein Dank an euch. Und ja, Vorbereitung teilweise auf dem nächsten Boss. Mit der Arena an sich nur Tränke und so machen wir alles nächste Folge. Ist nämlich, ach, wir hätten doch den Pylon benutzen können. Verarsch mich damit. Und ja, Herzlaternen haben wir, 3 Stück. Müssten reichen, genauso wie Lagerfeuer können wir uns craften. Mehrere, wenn wir brauchen. Und ja, an sich der Boss, der nächste ist auch nicht ultra schwer. Wir brauchen noch Munition, gell? Sollen wir das die Folge noch holen? Das machen wir in der nächsten Folge auch, würde ich mal annehmen. Und wir sind da. Zeig mal her, haben wir bis ganz hier drüben. Ja, Lagerfeuereffekt haben wir wirklich überall, glaube ich. Oh, hier rechts haben wir es nicht mehr. Dann haben wir ja perfekte Anzahl. So, Herzlaternen bauen wir mal da hin. Gucken mal, wenn wir keine mehr haben. Auch hier, okay, dann passen wir hier. Wir haben jetzt eine überschüssige, sehe ich das richtig? Ja, was machen wir denn damit? Ich meine, wir haben genug Herzen. Ich würde jetzt einfach mal annehmen, jetzt sind die hier. Keine Ahnung, falls wir zu weit fliegen oder so. Das weiß ich schon. Dann haben wir das geklärt. Ich würde meinen Checkpoint auch machen, weil ich könnte sein, dass ich sterbe. So. Und die Sonnenblumen, genau, die Sonnenblumen. Ich habe jetzt mal 3 mitgenommen und mehr ein paar Samen, weil hier ist ja noch die Sonnenblumen, die müssen wir abreißen. Geh mal weg, wieso ist hier nicht so viel? Da ist der Rüstungsbanner immer geil. Hänge ich hier auch direkt auf, weil die spawnen gefühlt in jedem Ort. Die können ja überall spawnen, nach meinem Wissen. So. Samen wieder hoch. Die Blume kann wieder weg. Dämonenauge-Banner genauso geil. Hängen wir auch gleich auf. Ich würde dann einfach sagen, an beiden Enden definitiv eine Sonnenblume. Eine hier. Und eine an der anderen Seite. Auch wenn da noch eine da hinten ist, ich würde hier trotzdem eine andocken. So. Und unten hier noch 2, einfach auch wenn 2 keinen Sinn haben. Eine da, wobei eine reicht halt wirklich, ne? Gut, dann würde ich einfach sagen, wir platzieren die andere einfach weiter rechts. Falls wir irgendwann mal weniger Mobs hier wollen. Guck mal, gucken, wann der Effekt weggeht. Ja, so hier, guck, das ist doch was Schönes. Wir wissen ja, dass Sonnenblumen das hier aushalten können. So, zack, dann haben wir da auch Anti-Monster-Spawn in der Wüste erhöht. So, der Dämonenauge-Banner, der kann da auch noch hin. Und das Mana-Regeneration, komm, wann haben wir das denn wirklich benutzt? Also, ich weiß es halt wirklich nicht mal mehr, wann wir es zuletzt richtig benutzt haben. Gut, dann hätten wir hier an sich aber alles. Die Doktorin kann einziehen. Zählt als verdorben. Gut, dann finde ich es schön, dass wir uns doch zur Entscheidung gemacht haben, dass die umzieht, die Steampunkerin. Bogen, nein. Wir brauchen Werkzeug, da lag der Kleminator drin. Genau. Dann haben wir noch 13 Schuss, wir holen uns ein bisschen mehr. Ich würde sagen, 50 reicht. Ja, oder 155 reicht auch. Wir müssen halt immer mit der Lore wieder hin, das ist halt ein bisschen blöd. Aber das kriegen wir hin. So, wenn wir dort sind, machen wir das wieder weg ein bisschen so, dass es ein bisschen länger braucht, bis wieder da ist. Das wird es auf jeden Fall für die paar Fights da benutzen können, die Druckkoren. Das muss ja nicht für immer und ewig weg sein. Wäre zwar nice, aber zu viel Arbeit. Und... Oder wobei, wäre das viel Arbeit, weil wir haben ja eigentlich direkt unter der Wüste den Dungeon. Wenn ich mich jetzt zur Entscheidung setze, ab der ersten Sonnenblume, sag ich jetzt einfach mal hier,
baue ich mich runter, komme ich irgendwann beim Dungeon raus? Das wäre meine große Frage. Wenn ich dann irgendwann beim Dungeon nämlich rauskommen würde, wäre das nice, weil dann heißt es, wir können alles dazwischen, Dungeon und Wüste. Bro! Was? Oh mein Gott, wir hatten 60 Gold. Das hatten wir wahrscheinlich von Empress of Light, ne? Habe ich gar nicht aussortiert. Ich Idiot. Oh, ich wollte ja nicht mal sterben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass 100 Zombies auf einmal runterspringen. Sorry, Alter. Spiel, verzeih mir doch einmal. Aber gut. Wir haben auch diese Honigregeneration, das ist auch ganz strong. Ich würde dann einfach sagen, wir machen das jetzt noch mit dem Terminator da. Und das war's dann auch. Wir machen bei uns einfach gar nichts. Vielleicht ein bisschen Dings. Hier Asphalt noch, aber wirklich mehr will ich eigentlich nicht machen dann. Dann bauen wir die Arena einfach in der Folge größtenteils. Und damit bin ich auch schon zufrieden. Eine kleine chillige Folge, wo nicht zu viel komisches, kompliziertes passiert. Weil in letzter Zeit hatten wir wirklich viele Folgen. Weil wir sind ja vom Golem, haben jetzt direkt Vorbereitung auf Duke Fishrin gemacht. Von Duke Fishrin haben wir uns direkt die Vorbereitung auf Empress of Light gemacht. Auch wenn es relativ schnell ging, haben wir trotzdem gemacht. Aber und jetzt wollte ich halt nicht direkt auf dem nächsten Boss Vorbereitung gehen. Wobei das schon irgendwie ein bisschen Vorbereitung ist, wenn wir halt direkt die Arena bauen. Aber ich glaube, so ein bisschen Chili-Milli-mäßig versteht ihr schon, was ich meine, oder? Nehme ich mal an. So, wie viel Geld liegt denn da noch? 8 Gold. Nee, ich habe meine 60 noch behalten dürfen. Dann haben wir hier unser Piggy Bank. Und legen das mal weg schnell. Ah ja, da kommt schon der nächste Wichser. Dann würde ich einfach sagen, bevor ich hier wieder verrecke, mache ich mal. Wow, warum habe ich Highspeed? Digga, warum bin ich so schnell mit dem? Hey, wir sind doch nicht im Wasser, das ist ein Bug. Nein. Hey, im Ernst jetzt, warum ist das so schnell? Ah, da ist ein UFO. Aber ganz im Ernst, auf Marsiana habe ich gerade gar keinen Bock. Oder? Wollen wir ein UFO tryen? Nee. Kommt eh nochmal wieder. Töten wir einfach fürs Compendium oder Basterarium einmal. Bringt nichts, aber. Nee, weil unser Dings ist wieder langsam, unser Fischchen. Ach, ich Nee, oder? Oh mein Gott, ich weiß, wieso wir Highspeed sind manchmal. Das ist cool. Wir sind, glaube ich, Highspeed, weil wir diesen Honigeffekt kriegen, oder? Und der Honigeffekt zählt als flüssig. Also als Flüssigkeit und der Hai wird hier schneller in Flüssigkeit. Kann das sein, dass daran liegt? Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das vorstellen. Bro, was ist das eigentlich hier? Ich würde mal sagen, ich mache mal hier so einen Knickdrift. Guck mal, wann der Dungeon kommt, weil echt, was ist das hier? Ist ja auf einmal gar kein Popo mehr. Das geht hier ab, Alter. Der Dungeon müsste aber noch kommen, oder? Ja, ich sehe den auch. Okay. Ich hab halt nur einen komischen Knick gemacht, alles klar. Dann würde ich einfach sagen, wir haben den Checkpoint oben, ne? Perfekt. Ja, dann würde ich einfach mal annehmen. Ich mach das so. Ich bohre mich jetzt nochmal hier irgendwie durch. Wo ist denn das erste richtige Rot? Ich würde mal hier runter durchbohren dann. Und mal nachschauen, ob unter mir irgendwie viel Rot ist. Weil irgendwie kommt es mir so vor, dass hier drunter, wo ich gerade abbaue, nichts wirklich viel rot ist. Das können wir wirklich schnell clean, habe ich so das Gefühl eigentlich. Es wäre natürlich nice, wenn es gehen wird. Weil dann kann die Doktorin einziehen und wir haben wieder eine Wüste, wo wir hin teleportieren können, was beides ziemlich cool wäre. Ob das so einfach geht, ist halt die andere Frage. Also unter mir ist teilweise rot. Ja. Die Frage ist, geht es halt weg? Ist es schon weg, wenn ich einmal so mache? Also die Frage ist halt für mich gerade mehr, habe ich jetzt noch unter mir rot zu erwarten? Ist hier irgendwo rot? Ich weiß es nicht. Und wenn ich das jetzt nach oben mache und hier jetzt einmal durchlaufe? Da ist ja schon ein Geier gespawnt, instant null. Und hier noch einmal so mache. Okay, dafür müsste ich oben auf meiner Arena sein.
Da ist doch jetzt, ich kann den nochmal zur Sicherheit doppelt drüber gehen. Dann habe ich hier doch ein feines Biom erschaffen. Was keine Probleme bereitet. Dann müsste ich das hier nur noch 6 breit machen. Und dann passiert mir hier nie wieder was. Schön, dann haben wir in dieser Folge doch was Geiles hinbekommen eigentlich. Weil das ist schon was Besonderes für Folge 100. Hier so einen Bereich abzuklären. Ich überlege gerade, ob ich das bis unten ziehen soll. Eigentlich nicht, macht gar keinen Sinn. Das reicht ja schon, wenn ich diesen Abschnitt hier mache. Das wäre ja nur Zeitverschwendung. Oh, eine schwarze Linse gibt da drüben noch. Sind seltener, nehme ich mir mit. Kann man aber nicht viel mitmachen. Schauen wir uns gleich nochmal an und dann war es das eigentlich auch für die Folge schon. So, das ist 6 breit und ich würde sicherheitshalber, falls irgendwo drunter Purpur ist, das hier einfach nochmal abreißen. Aber muss man eigentlich nicht, glaube ich. Ich glaube jetzt nicht, dass unten noch irgendwo Purpur ist, was sich verbreiten könnte, hier nach oben. Deswegen, ja, wow, der zieht aber viel ab. Ziehen wir immer noch viel ab. Guck mal, wie weit ich schon im Spiel bin und können mich trotzdem töten, wenn sie wollen. Naja. Auf jeden Fall, das hier, durch die Dings-Dungeon-Blöcke können sie sich eh nicht verbreiten. Das ist also kein Thema. So, müsste geschafft sein. Und ja, dieser Block hier, das ist Kupfer, nehme ich an. Ja, genau, dann gibt es hier nichts mehr. Geil. Dann haben wir wieder eine feine, clean Wüste, wo NPCs einziehen können. Der Waffenhändler, wo ist der denn? Ich weiß, dass der dann billige Ammo verkauft. Hier mit dem Farbstoffhändler. So, und dann können wir hier wieder unseren wunderschönen Pylon benutzen demnächst. Geil, geil, geil. Auf jeden Fall würde ich noch einmal nach Hause gehen, Inventar entleeren und mir dann die schwarze Linse mit euch an. Oder machen wir zuerst die schwarze Linse? So, komm her, Jakob. Schwarze Linse. Also ja, optischer Stab, den haben wir, ne? Den kennt ihr. Und dann kann man halt eine Sonnenbrille bauen. Lässt sich cool aussehen. Ja, mehr auch nicht. Ist an sich auch kein... Ja, schwarze Linse ist eigentlich nur selten. Kann man nicht wirklich viel mehr machen mit. Haben wir auch gar nicht mehr, gell? Ne, ist unsere erste wieder nach längerer Zeit. Unsere zweite übrigens im gesamten Spiel, die wir eingesammelt haben, bis jetzt null. Aber okay, gut. Mach die Mummel geschweigen. Das gehört in Material rein und ihr zwei gehört in Blöcke rein. Material, genau. Kann das rein und du kannst weg. So, von mir sonst aber hoffe ich aber, euch hat diese Folge Terraria gefallen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, würde mich auf jeden Fall freuen. Folge 100 ist ja was Besonderes für mich. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich den Boss versuchen und die Sachen also angeln und die Erdmunition holen. Und ja, Folge 100. Und ich hoffe, euch hat diese Folge Terraria dann gefallen. Gebt noch einen Daumen hoch dafür mehr Terraria. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung könnt ihr meinen TikTok auschecken. Und bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.